Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von der Kreuzworträtselrunde. Es ist mittlerweile Tag Nummer... Moment, warten. 12. Offiziell Tag 12. Und ja, ich würde mal sagen, ich hoffe, es kommt wieder das Wort Etüde vor, weil das ist mein Lieblingswort. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal anfangen. Was ist denn ein Ehemann? Ist ein Gatte? Weil? Weiß ich noch nicht. Kraftfahrzeug ist natürlich ein Auto. Netzballspiel ist einfach. Ist Tennis. Ah, bin echt gespannt, wie es heute so läuft. Europäisches Binnenmeer ist natürlich die Ostsee. Botanischer Begriff könnte Baum oder Blatt oder irgendwie sowas sein. Sich täuschen. Irren. So, botanischer Begriff ist diese Rebe vielleicht? Ja. Wow. Dann haben wir hier den Romeo. Ey, das geht ja richtig schnell heute. Zum Glück. Weil... noch nicht... Schwermetall ist doch nicht Uran, oder? Teil des Zaumzeugs. Ja, machen wir mal. Machen wir mal. Uran, ist das ein Schwermetall? Das ist ein Schwermetall. Dann ist denn, weil. Erdtrabant ist natürlich der Mond. Sicherlich. Gebärde. Geste? Ja. Oh nein. Tränke, Trände, Tränke. Oh Gott. Das hebe ich mir mal fürs Ende auf. Oder für später. Drüsenabsonderung ist ein Sekret natürlich. So, Balte ist ein Ester. Huch. Da war gerade nichts. Okay, Betrieb. Noch nicht. Gebirgsziege. Irgendwas mit Geiß? Nee. Ja, vielleicht. Planet ist nicht die Erde, sondern der Mars? Marsriegel. Persönliches Fürwort Sie. Gericht. Speise ist hier gemeint. Nicht das Gericht, welches... Moment. Ah, die ölhaltige Pflanze ist Raps. Betrieb. Oh Gott, Werk. Werk ist gemeint. Ah, die Gemse war das hier. Oho, läuft bisher gut. Wellenreiter ist natürlich der Surfer. Da. Arktisches Nutztier ist das Rehen. Trist ist... weiß ich noch nicht, aber die Fee ist das Fabelwesen. Öde wollten die haben. Der Herausgeber ist der Editor. Abart des Sauerstoffs ist dann wahrscheinlich das Ozon. Nö, auch als Ne bekannt. Der Ochse, zugeneigt ist nicht gewogen, weiß ich also noch nicht. Das Geschäft ist auf jeden Fall der Laden. So, Sammelbücher, dicht dabei machen wir erstmal nah. Oh Gott, ein mathematischer Begriff plus, minus, mal geteilt. Weiß ich noch nicht. Raubfisch ist der Hai. Biologisch Lebensraum. Das ist dann bestimmt das Biotop. Ja. Latein durch ist per. Teilzahlung. Das ist eine, ich hab's gleich, rate. Ich rate mal. Der botanische Begriff. Gibt es Dora als, ich weiß es gerade wirklich nicht, die Bewertung ist die Note. Okay. Zugetan ist hier und Ure ist der Auerochse. So.
japanischer Begriff ist da bestimmt nicht das Dorf. Dorn. Das ist es. Ja, dann haben wir hier nämlich den Nenner. Alben sind... Ah ja, natürlich, das sind die Sammelbücher. So, und mir fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Buchstabe. Was könnte das sein? Trense. Übrigens, ich spiele heute nicht alleine. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt einfach mal warten soll, bis dann kommt. Fertig! Ich glaube, das wird nicht allzu lange dauern. Ich warte einfach mal ab. Ich warte einfach mal ab. Ich versuche euch mal währenddessen noch so ein kleines bisschen zu unterhalten oder so zu tun, als ob hier, ja. Ach, natürlich, das Besitzfürwort. Das heißt mein. Natürlich. Natürlich. So, die Öde an die Freude. Wer kennt sie nicht? Die Öde an die Freude. Oder, ja. Was haben wir denn noch hier so für Wörter gehabt, die mir gar nicht so aufgefallen sind? Ah, hier, ja. Antwort auf Contra ist Re. Hat was mit Skat zu tun. Dieses alte Kartenspiel, was jeder kennt natürlich. So, was ist denn noch so alles dabei gewesen, was wir jetzt uns auf andere Arten und Weisen schon... Raps war klar, Gemse war klar, Geste war soweit klar, Mond... Uran, ja, auch klar, natürlich. Ah, hier, der Flitter. Den mussten wir ja nicht mal eintragen. Mann. Ja, Trense. Trense oder Trense nicht? Das ist ja Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Ansonsten mache ich schon das nächste. Ansonsten... Mal schauen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so unbedingt warten müssen. Verdammt. Also, was könnten wir hier reinschreiben, statt diesem Wort? Was könnten wir da hinschreiben? Was könnte ich nur tun, um mir nochmal so richtig die Zeit zu vertreiben? Wenigstens haben wir gute Musik, wenn wir schon nicht mehr eintragen können hier. Dann ist wenigstens die Musik gut. So. Da-dam. Ich denke mir jetzt einen Text aus, doch ich weiß gar nicht, ob sich das reimt. Nee, tut's nicht. Tut's eindeutig nicht. Ich bin momentan eher so im Kreuzworträtsel-Modus, wenn man das überhaupt so nennen darf, aber nicht im einfach mal so Freestyle-Modus. Ich glaube, da müsste der Song langsamer sein, damit ich mir schnell genug einen Reim darauf machen könnte. Ich finde, Freestyle ist so eine Kunst. Also in manchen Momenten habe ich tatsächlich so da sehe ich das so klar vor meinem geistigen Auge, wo welcher Reim dazu passt. Aber so richtig, dass hintereinander weg, ich weiß nicht, selten. Ganz selten, bis gar nicht. Also ich wüsste auf jeden Fall noch mehr als genug Reime auf Speise. Schneise, Reise. Aus dem Eise. Befreit vom Eise sind bla bla bla. Befreit von Speise sind Strom und Bäche. Nein, ja, auf Raps reimt sich Schnaps. Auf Werk reimt sich Merk. Dir das? Nenner reimt sich auch ein Wort, sicherlich. Renner zum Beispiel. Kenner.
Ich höre gerade ein Fertig von hinten. Moment, Moment, Kleine. Ich auch. Seit 4 Minuten schon. Ich habe auf dich gewartet. Ja. Entschuldigung. Ich mach das nie wieder. Du wirst es ja dann im Video sehen können. So, jetzt mache ich noch schnell das Lösungswort-Rätsel. Oh, das ist fies. Ich weiß, das war fies von mir. Das war echt nicht nett. Dafür muss ich dann später nochmal Wiedergutmachung leisten. So. Auf jeden Fall machen wir mal weiter. Englische Halbinsel. Ja. Das war irgendeine englische Halbinsel erstmal. Ich würde das noch... Der römische Kriegsgott war nicht Mars. Das war... Ach, griechische. Ach, Mensch, ich hab römisch gerade gehabt. Nee, Ares ist Mars in griechisch. Natürlich. Abkürzung Secure Socket Layer ist natürlich SSL. Was aus der IT? Ungeziefer. Ja, noch nicht. Feuerwerkskörper ist die Rakete. Ich könnte ja mal wieder versuchen, erstmal das Lösungswort zu bekommen. Lehrhafte Erzählung. Ja, genau. Könnte jetzt die Moral gemeint sein vielleicht? Ja, aber ist das ja eigentlich... Ist das noch die Erzählung oder ist das eher so das, was man daraus zieht? Vorsprung einer Welle. Nee, weiß ich noch nicht. Die Ordenstracht. Oh Gott, das ist ja... Also machen wir erstmal grob. Ist bestimmt wieder rabiat gewesen. Genau. Brutstätte ist ein Nest. Ein Mischling. Ja, italienisch süß. Oh, italienisch für süß. Dulce? Nee, Dulce ist es nicht. Dolce? Auch nicht wahrscheinlich, oder? Das ist so... Irgendwie habe ich das gerade so im Kopf, aber ich würde es gerne mal... Nadelholz. Oh, das ist schon schwieriger, das Rätsel jetzt. Das andere war ja... In Ordnung. Ja, die amerikanische Münze ist der Cent. Hühnerprodukt ist natürlich das Ei. Hier haben wir griechisch gegen das Anti. Abkürzung Rehabilitation hatten wir auch öfter mal wieder. Die, achso, hier. Athene ist die Göttin der Weisheit. So, Futterstoff aus Seide. Samt? Nee, das wäre es auch... Okay, aber Kulturepoche ist dann Hochbarock. So, Anis-Schnaps. Oh, wie hieß denn das? Ist das nicht eigentlich Uso? Ist der nicht auch mit Anis? Mag ich überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Mal davon abgesehen, dass ich sowieso kein Trinker bin in irgendeiner, irgendeiner Weise. So richtig. Da muss ich dann mal... Durchsichtiges Klebeband. Tesa? Was ist denn der Anis-Schnaps dann? Oh Gott. Das ist gerade... machen wir erstmal das. Erkoren. Nadelholz. Das weiß ich. Okay. Futterstoff aus Seide ist... Machen wir erstmal was anderes. Ich komme da echt nicht drauf. Der Elektrizitätsträger ist ein Kabel. Eigentlich. Was kann noch... was können denn das noch sein? Ein Leiter geht nicht. Endbenutzer Englisch ist User, das kriegen wir noch mal hin. So, besitzanzeigendes Fürwort. Dam, dadam, dadam. Also erstmal machen wir das Abstoßende, das ist ekelig. Okay. Hier, die 9 sieht aus, als könnte das ein D
sein. Ja, eine Ansprache ist eine Rede. Genau, irgendein Feld. Schon wieder ein Feld? Wir hatten doch letztens mal Roggenfeld. Und jetzt ist es auf einmal ein anderes Feld. Aber vielleicht geht es diesmal nicht um irgendwas, was man da. Also ist ja auch so Atomkernart. Atomkernart. Englisch Tea machen wir erstmal. Englisch Tee ist das, ja. Lateinisch durch hatten wir gerade schon mal. Großes Raubtier ist wieder mal der Bär. Stadt in der Ukraine. Ausnahmsweise kann ich mal Geografie. Odessa kenne ich zumindest vom Namen her. Halbgefrorenes. Halbgefrorenes. Trist. Öde? Schon wieder? Tatsache. Wow. Wow. Halbgefroren, es ist ein Sorbet. Aha. Okay, eine Atomkernart ist dann ein Isotop. Genau. Kielraum. Nee, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Und interessanterweise, der Anis-Schnaps heißt Arak. Hätte ich nicht gewusst. Hätte ich echt nicht gewusst. Das war wirklich geraten. Also da bin ich auch. Ach so, die Elektrizitätsträger, damit sind Ionen gemeint. Ah, ja, na klar. Trotzdem, was ist denn die Ordenstracht gewesen? Ach Mann, ich versuch mal was. Ach, Tatsache, Deutsche war's. So, und jetzt machen wir mal das, aber die Moral war es wirklich nicht. Gut. Hätte mich auch echt gewundert. Was ist das? Hier sind wirklich so viele Wörter. Also hätten wir das gegeneinander gespielt und dann wäre fertig gesagt worden, wenn es denn. Also wenn jemand fertig gewesen wäre, ich glaube, da hätte ich verloren. Könnte das ein Stickfeld sein? Da wäre hier ein S und da ein T bei der 2. Ich versuche mal einfach ein Wort einzutragen, was es definitiv nicht ist. Okay. Interessant. Auch nicht. Ah, okay. Okay, der Kielraum. Upsa. Entschuldigung. Ich glaube, das ist dann. Dann könnte ich eventuell wissen, ja, Bilge. Tatsächlich nur, weil ich diesen Wortteil irgendwo mal gesehen habe. Dann klingt das so, als ob hier ein F reinkommt. Dann wäre das ein Flickfeld. Gibt's denn sowas? Oder Klickfeld? Klickfeld, ein K könnte da rein. Oh Mann. Auf das. Atom bezogen. Wow. Wow, dass ich das nicht irgendwo mal. So, dann wäre das, wenn wir hier das. Eine lehrhafte Erzählung ist ein. Oh. Ja. Irgendwas mit Arke. Sakel. Nein. Ist es nur, was ist es nur? Vorsprung einer Welle. Ordenstracht ist mir immer noch nicht klar. Ist nicht der Hacken. Hocken? Oh.
Rocken. Nocken. Dann ist das wahrscheinlich der Zänker. Genau, ein Mischling. Nee, also. Mischling ist auch als Kreole bezeichnet. Mensch. Ornal, Ornab. Ornat. Ein Ornat. Ah, okay. Ja, okay. So. Makel ist es nicht. Nakel ist es nicht. Takel. Rakel. Zakel. Sakel. Dakel. Ein Dakel. Ein Hakel. Nein. Kakel. Lakel. Wakel. Ich muss ehrlich sagen, also. Oakel, Iakel, Uakel. Ich habe so keine Ahnung, was das für ein Wort ist gerade. Akel. Habe ich nicht schon mittlerweile alles durch hier? Oder habe ich gerade eins gefunden und habe es nicht gesehen? Das kann auch sein, dass es irgendwann mal grün wurde. Ich muss da mal langsamer machen. Jakel? Nein. Ach, das ist doch. Ach so, nee. Das ist gar nicht. Oh, ich Depp. Blickfeld, es ist das Blickfeld. Das, ich hab so. Oh, ich bin so dämlich manchmal. Ah, ist das schön. Ach, ist das schön. Es ist die Fabel. Oh, da hätte ich auch viel früher drauf kommen können. Da hätte ich wesentlich früher drauf kommen können. So. Ungeziefer kann zum Beispiel eine Maus sein. Aber es ist die Laus. ja, und. Die englische Halbinsel. Ich habe schon drüber nachgedacht, ob es Wales ist. So, und damit haben wir es auch geschafft. Wir haben auch das zweite gelöst. Es ist ein bisschen über 20 Minuten geworden. Wenn man jetzt mal die 4 Minuten wieder abzieht, sind wir wieder ganz normal im Rahmen. Ist doch alles super. Auf jeden Fall danke noch einmal fürs Einschalten. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich sehe gerade, mir ist das verrutscht. Warum ist mir das verrutscht? Oh, es tut mir leid. Oh, das tut mir wirklich leid, wenn da jetzt dadurch was nicht im Blickfeld war. Technische Probleme gibt es anscheinend immer wieder. Gleich mal meine vollständige Entschuldigung dafür. Am besten sollte ich es nochmal aufnehmen. Ja, ja, sowas kann ich euch nicht zumuten, dass ich so einen Mist baue wieder. Deswegen nehme ich das nochmal auf, mach das nochmal in der gleichen Zeit. Werde penibels darauf achten, dass ich ja, immer schön so tue, als ob ich das noch nicht kennen würde. Nein, natürlich mache ich das nicht. Ihr kriegt das so in der Art und Weise, wie es jetzt so entstanden ist. Also, ansonsten bringt das ja nichts. Kreuzworträtsel, bereits gesehene Kreuzworträtsel zu lösen, ist einfach nur. Nee, das macht man nicht. Naja, gut, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.